und The Bianca Story. Mit diesem Video warben die Schweizer im Internet um Spenden für ihr neues Album. Ein Tunnel muss gegraben werden. Mit deiner Hilfe graben wir uns in ein Land, wo Musik frei ist. Und dafür brauchen wir The Bianca Story. 90.000 Euro. Erst dann ist unsere Musik frei. €90.000. Viel Geld für eine Band, die bisher eher unbekannt war. The Bianca Story sind fünf junge Vollblutmusiker, die Popmusik mit Rock'n'Roll-Klängen und melancholischen Texten vereinen und die jetzt einen neuen Weg in der Musikfinanzierung eingeschlagen haben. Die Crowdfunding-Aktion Bist du Kumpel hatten wir im Mai 2013, weil wir unser neues Album rausbringen wollten und aber Crowdfunding im herkömmlichen Sinne für uns nicht mehr die richtige Lösung war, weil wir unsere Musik von den Zwängen der heutigen etwas veralteten Marktwirtschaft eigentlich befreien wollten, dass sie sich wie ein freier Vogel da draußen bewegen kann. Crowdfunding 2.0 nennen sie ihr Projekt. Das Prinzip alle für alle. Ihre Fans hatten die Möglichkeit, auf der Crowdfunding-Website Remake It zu spenden, um so das neue Album der Band zu finanzieren. Dafür wurden die Unterstützer involviert und informiert. So stellten The Bianca Story zum Beispiel ein Video ins Netz, das aufzeigt, wofür die 90.000 € Budget gebraucht wurden. 150 Wurstbrote für die Band. Wie viel? 150. 80. Für ein Fahrrad. Für die Sängerin. 30. Für die Fischersocken. 150. Für neue Klamotten. 50. Für Kippen. Für den Mischer. Gelingt es uns mit deiner Hilfe, mein Kumpel, diesen ganzen Haufen zusammenzukriegen, dann ist die Musik frei. Doch The Bianca Story sind nicht die ersten, die das Crowdfunding als alternatives Finanzierungskonzept für sich entdeckt haben. Auf dem Musikmarkt nutzen es schon viele aufstrebende Künstler für sich. So wie die niederländische Sängerin Hind Larussi, die sich mit ihrer Plattenfirma überwarf. Ihr Konzept, jeder Spender bekam prozentuale Anteile der Einnahmen aus dem Verkauf ihrer CD. Und auch Videospieleentwickler haben die Chancen des Crowdfunding für sich entdeckt. Start-up-Unternehmen wollen über Crowdfunding-Seiten wie seedmatch.de Investoren finden. Selbst Tim Renner, der Chef des Plattenlabels, bei dem The Bianca Story unter Vertrag sind, findet diese Idee der Finanzierung innovativ, auch wenn er mit dem Album selbst später keinen Cent verdienen wird. Die ganze Musikindustrie, die hängt tatsächlich noch ein bisschen im Gestern. Also man trauert den schönen alten Zeiten nach, wo Milch und Honig floss und eben halt sich CDs verkauften wie geschnitten Brot und ignoriert viele Realitäten der neuen Musikindustrie. Und eine coole, finde ich, neue Realität ist eine erhöhte Selbstständigkeit der Bands in der Digitalisierung. Und dazu gehört natürlich auch sowas wie Crowdfunding. The Bianca Story verschenken ihr Album nicht nur an alle. Die Spender bekommen auch, je nach gespendetem Betrag, etwas zurück. Etwa eine private Schlagzeug-Session mit dem Drummer. Nach Ablauf der Zeit hatte die Band 91.662 € Spenden gesammelt. Mehr, als sie gebraucht hätte. Es ist der Wahnsinn. Wir haben im Netz eigentlich Leute kennengelernt, die uns mit dieser Idee geholfen haben, die uns auch über diese Aktion kennengelernt haben. Und das ist unser Publikum. Das ist grandios. It's not like you. Macht einsam. Einer von 12 neuen Songs des Albums Digger, die man ab jetzt kostenlos im Internet downloaden kann.